Ruthchen, wie wär's denn dann am Donnerstag? Ich könnte uns doch zwei Theaterkarten besorgen. Trutchen, jetzt hör mir einmal zu. Du darfst nicht immer nur arbeiten. Du musst etwas Abwechslung haben, gerade jetzt in deinem Fall. Naja, also das musst du wissen. Mach's gut, Trutchen. Wiedersehen. Wie geht's denn deine Trutchen? Ach, ich weiß nicht. Sie gefällt mir nicht. Hat sie wieder gestöhnt? Nein, eben nicht. Das ist ja das schlechte Zeichen. Großmutter hat immer gesagt, solange der Mensch noch stöhnt, ist noch Hoffnung. Na, vielleicht geht's ja auch besser. Sie hat sich damit abgefunden. Was? Die Sache mit Albert? Damit wird sie sich nie abfinden. Also ich bin ganz froh, dass der abgehauen ist. Ich konnte den Kerl nie leiden. Schöne Albert. Ja, aber vergiss nicht, dass deine Tante 27 Jahre mit ihm verheiratet war und ihn immer noch liebt. Glaubst du, sie nimmt ihn wieder auf, wenn er zurückkommt? Der kommt doch nicht zurück. Na, hoffentlich. Ach, weißt du, Tante Trutchen wird sich schon damit abfinden. Mit der Zeit gewöhnt man sich an alles. Nein, daran nicht. Das hat sie nämlich hier getroffen. 3 Monate ging die Sache schon. Die ganze Welt hat's gewusst, nur sie nicht. Versetz dich doch mal in ihre Lage. Nach 27 Jahren rennt ihr der Mann weg und noch dazu mit dem Mädchen aus dem eigenen Betrieb. Ist doch ein Schock. Ich sag dir, keine Frau wird schöner durch Heulen. Aber wie Tante Trutchen neulich ausgesehen hat, ich geh schon ran. Rogalski. Ja, bitte. Dr. Albrecht, was will denn der von mir? Tag, Herr Doktor. Aber Sie haben ausgesprochenes Pech. Mir geht's ausgezeichnet. Was verschafft mir die Ehre? Nein. Nein, Herr Doktor, davon habe ich überhaupt nichts gewusst. Mein Gott. Ja, natürlich werde ich mit dir reden, aber ich weiß nicht, ob es hilft. Vielen Dank für den Anruf, ja? Und ich rufe Sie dann zurück. Wiedersehen, Herr Doktor. Das ist ja wirklich wieder typisch, Trutchen. Was ist denn los? Dr. Albrecht hat ihr gesagt, es ist eine ganz ernste Sache mit ihr, ist der Kreislauf. Ach, sie muss sofort in ein Sanatorium, hat sogar schon ein Bett für sie besorgt, in Bad Eilsen. Sag mal, wo liegt denn Bad Eilsen? Im Weserbergland bei Minden, glaube ich. Mhm. Du, wann fährt sie denn? Das ist es doch, überhaupt will sie nicht. Hat gesagt, wenn sie ihre Nähmaschine an den Nagel hängen muss, kann sie sich gleich begraben lassen. Na, heute Abend, da gehe ich aber mal zu ihr. Also der sage ich tüchtig die Meinung. Nee. Ich kenne das. Wenn man sowas erst mal anfängt. Ich bin mein ganzes Leben in kein Sanatorium gegangen. Kriegen mich auch keine 10 Pferde rein. Ich weiß, wenn ich mich erst mal hinlege, dann stehe ich nie wieder auf. Trutchen, du benimmst dich wirklich wie ein kleines Kind. Ja, aber die Elefanten machen es genauso. Wenn die sich krank fühlen, dann legen sie sich nie hin. Die wissen, wenn sie erst mal von den Füßen kommen, kommen sie nie wieder auf die Beine. Hat mir mal ein Wärter gesagt, in einem Zirkus. Ja, aber du bist kein Elefant. Schön wär's ja, wenn du so ein dickes Fell hättest. Ich kenne dich wirklich, Trutchen. Du bist am Ende. Musst ausspannen, ja? Na, kann ich ja gleich Schluss machen. Nee, in meinem Zustand hilft überhaupt nur eins. Arbeit. Ich weiß schon, was mir gut tut. Das hier. Das ist die beste Therapie für mich. Also bitte, wenn du dich durchaus kaputt machen willst, bist ja schließlich alt genug. Vielen Dank für die Blumen. Aber vergiss nicht, bist auch nur 2 Jahre jünger als ich. Trutchen, jetzt sei aber nicht albern. Ach, ich weiß doch genau, wie dir zumute ist. Na, das ist doch wohl was ganz anderes, nicht? Du hast deinen Mann verloren. Ich bin aber meinen losgeworden. Das ist ein kleiner Unterschied. Meiner lebt. Und zwar mit einer anderen. Ich traue mich ja schon überhaupt nicht mehr auf die Straße aus Angst, dass ich den beiden begegne. Vielleicht auch noch Arm in Arm. Aber ich sag doch, du musst hier raus. Und pass mal auf, wenn du erst in Bad Eilsen bist, dann da denkst du denn, das kann man so zurücklassen? Die Gedanken, die gehen doch mit. Sitze ich da vielleicht allein in meinem Sanatorium? Sag mal, kannst du das nicht verstehen? Ich will keine Zeit zum Nachdenken haben. Wenn ich erst mal zur Ruhe komme, dann komme ich nie wieder zur Ruhe. Außerdem geht's überhaupt nicht. Ich muss doch an meinen Betrieb denken. Trutchen, jetzt denk einmal nicht an deinen Betrieb. Ja, wieso? Das muss ich doch. Habe ich mir doch aufgebaut in all den Jahren. Den kann ich doch nicht einfach zumachen. Sag mal, wie stellst du dir das überhaupt vor? Außerdem muss ich an meine Mädels denken. Die müssen doch leben. Für die trage ich doch die Verantwortung. Ja, aber die werden doch auch noch woanders Arbeit finden. Natürlich kriegen die woanders Arbeit. Sind ja schließlich tüchtig. Haben ja bei mir gelernt. Aber wenn die sich erstmal in alle Winde zerstreut haben, kriege ich die nie wieder. Nee. Bei der Stanitzki, da müssen die Nähmaschinen sorgen. Und? Wenn du dabei drauf gehst?
Dann können Sie zu surren aufhören. Vorher nicht. Außerdem kann ich gar nicht zumachen. Muss sie sich an ein weniger denken. Kann doch nicht im Stich lassen. Ausgerechnet jetzt. Natürlich brauchen wir sie. Wir sind ja mitten in der Musterung. Gerade heute wollte ich mit ihr ein paar neue Modelle besprechen. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich meine, dass sie nicht gut aussah, ist mir schon aufgefallen. Aber dass es so schlimm um sie steht, furchtbar. Und ausgerechnet jetzt, wo ich noch nicht fertig bin mit meiner Kollektion. Meinen Sie nicht, dass Sie mir wenigstens noch zwei Cocktailkleider... Herr Weniger, meine Schwester ist wirklich am Ende. Ich dachte, die könnte nie etwas umwerfen. Ja, da muss ihr auch das passieren. Der schöne Albert. Wovon lebt denn der überhaupt ohne Sie? Wirklich, das ist meine geringste Sorge. Herr Weniger, Sie müssen uns helfen. Meine Schwester muss in ein Sanatorium. Aber sie fährt nur, wenn sie weiß, dass ihr Betrieb weitergeht. Ja, und wie soll der Betrieb ohne Stranitzky weitergehen? Ja, das können Sie mir das mal sagen? Ich hab wirklich gehofft, Sie wüssten einen Ausweg. Können Sie denn nicht irgendetwas sagen? Ich meine, es braucht doch nicht zu stimmen. Hauptsache, sie fährt weg. Ja, was ist denn? Herr Weniger, ja? Oh, Frau Stranitzky, Sie sind schon beim Chef. Was? Ich habe Ihre Stimme eben vorne in der Einrichtung gehört. Sie haben sich aber gut erholt. Aber das ist doch die Schwester von unserer Stranitzky, Frau Rogalski, Gisela. Angenehm. Moment, was sagst du? Du hast eben die Stimme von der Stranitzky vorne gehört, ja, ist sie denn im Haus? Sie ist hier? Ja, so. Sie hat extra angerufen, sie ist früher fertig geworden. Oh Gott, da ist sie. Hat man Ihnen das nicht vorgestellt? Meine Schwester darf nicht wissen, dass nein, ich bringe Sie durch den Kopf. Herr Wenig, sag mal, du, Gisela, bist hier? Dich suche ich wirklich im ganzen Haus. Komm, muss gleich mal was überziehen. So was. Herr Gott, brauche ich jetzt meine Brille? Gott, ist das heute wieder ein Tag. Alles geht einem schief. Wo ist Weniger? Der ist vorne beim Verkauf. Ja, da ist auch gut. So. Komm, zieh dich aus. Na, zieh dich aus. So, was ist denn los? Warum siehst du mich so an? Ist was? Nein, nein, nichts. Na ja, da ist schon mal einer beim Ausziehen gestorben. Komm. Los. Komm, vorsichtig. Einen Moment mal, willst du einen Fleck? Nee, du hast einen Fussel. Na? Na nun, wie hast du denn das bloß geschafft? Wahrscheinlich wieder die halbe Nacht durchgearbeitet, ja, was? Ich kann sowieso nicht schlafen. Und ich mich hin und her wälze, komm, tu mir einen Gefallen, steh einen Moment still, ja? In meinem Alter schläft man sowieso nicht gut. Nimm mal den Fummel nach vorne. So, einen Moment. So, und nun zeig's mir ein wenig. Red ich mal? Na, geh mal hin und her. Ja, komm mal gut her. Warum nicht mal? Ist was am Rücken? Nee, der Rücken ist auch in Ordnung. Hm? Und das Kleid hat was. Was wird denn Renner, du? Denk an meine Worte. Ja, toll, toll, toll. Geh doch mal gleich nach vorne in den Verkauf. Herr Wolf hat ja da einen Konzern. Wichtige Kunden. Ja. Vielleicht ist das Kleid was für die Leute. Müde? Nee, Sauerstoffmangel. Komm, setz dich doch. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Mit mir? Wegen der neuen Modelle? Nein, ich mache mir Sorgen um dich. Was? Ja, du müsstest etwas für dich tun. Wie kommen Sie denn darauf? Mir geht's sau wohl. So, schau doch mal in den Spiegel. Hab doch gesagt, ich schlafe in letzter Zeit schlecht. Außerdem dieser Lappen da. Ich muss eben mal zum Friseur. So, und was jetzt mit den neuen Kleidern? Hm? Sie hatten mir zwei Cocktailkleider versprochen. Die brauchen wir nicht mehr. Wir sind komplett. Sag mal, was sagt eigentlich dein Arzt? Der Quatschkopf behauptet, ich bin krank. Kunststück nicht. An gesunden Menschen verdient er ja nichts. Und wenn du krank bist, dann ist meine große Kollektion im nächsten Jahr gestorben. Wirklich, Sie machen sich unnötige Sorgen. Ein ausgeschlafenes Wochenende. Ach, das glaubst du doch selber nicht. Stranitzky, ich bitte dich. Bitte fahr in Urlaub. Wie soll ich das machen? Soll ich meinen Betrieb zumachen? Zumachen? Bist du wahnsinnig geworden? Man kann doch eine so gut eingearbeitete Mannschaft nicht auseinanderreißen. Ja, Mannschaft. Mannschaft ist gut. Und eine Mannschaft ohne Kapitän? Vielleicht finden wir einen tüchtigen Steuermann, dem man das Kommando übergeben könnte. Ich meine, nur vorübergehend, bis der Captain wieder an Bord ist. Bin ich kurz nach 9 morgen bei dir? Nein, nein, du, ich komme. Ich will doch sehen, dass du wirklich fährst. So, jetzt schlaf gut, Trutchen. Hm? Bis morgen. Was, die fährt wirklich? Ja. Sag mal, Mutti, wie hast du das wieder geschafft? Hab mich mal kurz mit Herrn Weniger unterhalten. Das ist ein reizender Mensch. Stell dir vor, der beschäftigt Trutchens Belegschaft in seinem Atelier. Ja, warum denn das? Nur weil wir doch ihre Wohnung
mit der Werkstatt abschließen, bis sie wiederkommen. Ach nee. Ja, und damit sie nicht merkt, dass bei ihr nicht gearbeitet wird, hat er sogar drei Ballenstoff zu ihr hingeschickt. Ist das nicht entzückend? Mit allen Zutaten. So als ob das eine richtige Order wäre. Dabei ist nicht mal ein Stück bestellt. Ja, und die drei Ballenstoff? Die lässt aber Trutchen liegen. Er hat gesagt, hätte Zeit. Da liegen sie gut. Könnte ich schaffen bis morgen früh. Ja, bin ich auch viel ruhiger in Eisen. Das Gesicht von der Hoffmann möchte ich sehen, wenn die am Montag früh hier antanzt. Und der ganze Stoff ist zugeschnitten. Ein Herr aus Neumünster hat gestern beim Abendbrot zu mir gesagt, ich werde von Tag zu Tag jünger. Ja, das geht ja natürlich glatt runter, nicht? Ansonsten will ich von nichts mehr etwas wissen. Nur das Nichts, das hat sie zweimal unterstrichen. Ich lebe jetzt nur noch für meine Gesundheit. Viele liebe Grüße an alle, deine Schwester Trude. Scheint ihr richtig gut zu gehen. Ja. Ihren Kummer hat sie auch überwunden? Na, dass es überhaupt drei Wochen ausgehalten hat, ist doch ein Wunder. Das wird für mich sein. Mhm. Rogalski. Ah, hallo, Tante Trutchen. Du, eben haben wir von dir gesprochen. Bist du noch im Sanatorium? Wieso bist du unruhig? Worüber? Was, wo hast du angerufen? Bei dir zu Hause? Hat sich niemand gemeldet? Es wundert mich aber... Quatsch, komm. Wundert mich überhaupt nicht, Trutchen. Ich hab doch alles abgeschlossen. Ich meine, eingeschlossen, weißt du, das Telefon habe ich eingeschlossen ins Wohnzimmer. Na, sonst würden doch deine Mädchen so viel telefonieren. Und dann wird doch deine Rechnung so groß. Trutchen, wann kommst du denn wieder? Gut, aber ich brauche dich nicht abzuholen, nein? In Ordnung, Wiedersehen, Trutchen. Aber es wird doch für dich so teuer. Gut, Wiedersehen. Also, da denkt man denkt an alles, dann ruft die bei sich zu Hause an. Wann kommt sie denn? Montag, 10:45, stell dir vor, sie fliegt sogar. Nun kann doch gar nichts mehr passieren. Doch, doch, warte mal. Wir müssen doch ihre Wohnung in Ordnung bringen, damit sie nichts merkt. Ah ja. Ja, werde ich die Belegschaft anrufen und bitten, dass sie um 8:30 sich mit mir vor der Wohnung früh treffen. Ich habe doch den Schlüssel. Ja, das reicht, nicht? 150:80, wieder ganz normal. Das EKG gestern war übrigens auch gut, erfreulich gut sogar. Ja. Ja, liebe Frau Stanis, wir haben getan, was wir konnten. Jetzt kommt es auf Sie an. Was wir auch immer machen, Frau Stanitzky, immer mit der Ruhe. Nicht gleich übertreiben mit der Arbeit. Viel schlafen, viel spazieren gehen, regelmäßig essen und keine Aufregung, jedenfalls keine unnötigen. Ja, und mit dem Rauchen. Herr Doktor. Ja, ich weiß, wie schwer sowas fällt, aber es ist nun mal schädlich. Nein, Herr Doktor, ich bin ja nicht Raucherin. Tatsächlich? Ja. Ach, Sie Glückliche. Aber Sie können meinetwegen weiter rauchen, das stört mich wirklich nicht. Danke. Bitte sehr. Ich kann es leider nicht lassen. Fünfmal habe ich schon versucht, es mir abzugewöhnen. Hm. Haben Sie nie geraucht? Nein, nie, Herr Doktor. Da fangen Sie bloß nicht damit an. Ja, Herr Doktor, ich habe so eine große Bitte an Sie. Ja, bitte. Könnten Sie mich vielleicht schon zu Sonntag entlassen? Aber Sie wollten ja erst am Montag fliegen. Ja, ich weiß, aber fliegen bekommt mir doch nicht. Und ich möchte gerne am Sonntag. Aber natürlich, ich habe nichts dagegen. Ja, hoffentlich bekommen Sie noch einen Platz im Schlafwagen. Nein, nein, nein. Ich habe doch gerade nur für Sonntagabend einen Platz bekommen. Und deshalb frage ich Sie. So, ja. Dann werde ich das Sanatorium benachrichtigen. Ich denke, das wird sich bestimmt machen. Oh, Herr Doktor, das ist aber ausgesprochen nicht können. Und da möchte ich mich herzlich noch von Ihnen verabschieden. Ach, ja? Wirklich. Und mich sehr bedanken. Sie haben mir so geholfen, Herr Doktor. Ich möchte nämlich am Montag früh schon da sein. Ich möchte meine Mädels überraschen. Ach. Die erwarten mich erst Montagmittag, dass die dann so für Augen machen. Ja. Wiedersehen. 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 Der Mann gerade so Frau Stanitzky, da sind Sie nicht die Woche schon um. Ja, leider. Sie sehen aber wirklich fantastisch aus. Ja, so fühle ich mich auch. Na, wie geht's überhaupt? Gibt's was Neues im Haus? Was machen Ihre Wellensittiche? Richtig, sprechen Sie schon? Kein Wort. Die haben mich mit denen richtig reingelegt. Tut mir leid. Ich bin froh, dass Sie wieder da sind. Es war im Haus so still ohne Sie. Wieso? Bin ich denn sonst so laut? Na, nicht Sie persönlich, aber Ihre Nähmaschinen. Na, du gehst hier wieder los. Ja. Du rennst sie doch nicht so. Das liegt sie gleich auf der Nase mit ihrem Herz. Na, was ist? Kommt mich keiner begrüßen?
Herrgott, ich kann das nicht mehr sehen. Oh, hab mir eingebildet, ich hätte zweimal zugeschlossen. Wie das hier riecht. Also, ich habe vorige Woche alles durchgelöst. Na, ich mach mal eben schnell die Fenster auf. Wie ein böses Wort. Ah ja, aber die ganze Atmosphäre im Atelier, die Hoffmann ist so unpersönlich. Fehlt eben die menschliche Wärme von oben. Ja, daran wird's liegen. Wenn die fehlt, dann ist einfach kein gutes Betriebsklima. Nein, so, jetzt soll ich aber einen Sekt kaltstellen. Ich mach das schon, Frau Geil. Nein, du machst die Blumen, mein Kind. Die Blumen ist Wasser. Ich glaube, der Wenige hat was gemerkt. Ich meine, das ist, wenn ich so ganz glücklich war. Am Tag, als wir uns verabschiedet haben, hat er gesagt, na, ihr habt wohl schon richtige Sehnsucht nach dem Gequatsche der Spanitzki. Dann hat er gesagt, na ja, ich auch, aber sagt's ja bloß nicht weiter, sonst wird's mir noch großen Wahnsinn. Ich glaube, richtig geschwärmt hat er von der Chefin, hat mindestens eine halbe Stunde. Wir müssen direkt die Wurzelblumen haben. Dann durften wir uns noch alle einen Seidenschal aussuchen. Zum Andenken hat er gesagt, an die Verschwörung zur Rettung der Stranitzki. Übrigens, er lässt Sie schön grüßen, Frau Roganski. Danke. Naja, und dann hat er noch gesagt, wir sollen uns bloß nicht verquatschen. Die Chefin darf nie erfahren, was hier los war. Die kriegt es fertig und kriegt einen Rückfall. Warum soll sie denn was erfahren? Oh, bei der Chefin weiß man das nie. Die hat sowas wie einen sechsten Sinn. Und das kann sie uns doch nicht antun, wo wir uns so viel Mühe gegeben haben. Mein Gott, es zieht! Okay, hallo, warum bist du wieder hier? Soll ich auszuhalten? Wo sind eigentlich die Scheren alle hin? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Ich habe keine einzige. Bin ich nochmal zurückgegangen. Aus Aberglauben. Zu dumm, nicht? Also jetzt los. Eins, zwei, drei. Herzlich willkommen zu Hause. Ja, zu Hause. Also Trutchen, was machst du für Sachen? Das kriegst du dann so wieder. Das ist vielleicht ein Empfang. Hannelore, gut sehen Sie aus. Ja, und Sommer. Frau Stranitzki, Sie haben sich prima erholt. Ja, ihr euch aber auch von mir. Wenn das ist schön, dass Sie wieder da sind. Ja, na, wem sagst du das? Gott, und die schönen Blumen. Sind die alle für mich? Na, wundervoll. Ida, wo bleibst du denn? Ja, ich komme schon. Was, noch mehr? So, ja, aber natürlich. Also, Trutchen, wirklich großartig. Du bist mindestens 10 Jahre jünger geworden. Du, jetzt aber vorsichtig, ja? Dann bist du nämlich 8 Jahre älter. Hm. Merke schon. Bist wieder ganz gesund. Ach, Kinder, Sekt, das ist doch die reinste Medizin für meinen Kreislauf. Schade, dass die Krankenkasse das nicht bezahlt. Das sagt ja auch so, Frau Schranitzki. Zum Wohle. Ich danke dir. Komm, lass mich. Ja. Ida. Komm, Bentinchen. Ida, ich danke dir. Auf deine Gesundheit. Ich danke euch überhaupt allen. So, jetzt wollen wir endlich anstoßen. Das können wir gar nicht mehr zu trinken. Prost. Mmh. Ach, schmeckt das. Bitte, bitte, es geht schon los. Es klingelt, ich bin zu Hause. Herrlich. Wisst ihr was? Ihr habt heute frei, ihr könnt nach Hause gehen. Oh, wie toll. Stranitzki? Guten Morgen, Herr Dr. Hempel. Und das ist erst auf dem Wiedersehen, ja? Wiedersehen. Das fällt ihm aber ein bisschen spät ein, nicht? Herr Dr. Hempel, ich lasse mir alles durch den Kopf gehen, ja? Und dann rufe ich Sie wieder an. Ich bin nämlich gerade von der Reise zurückgekommen. Seien Sie mir nicht böse. Wiedersehen. Der Anwalt von Albert bietet einen Vergleich an. Albert will mich noch mal sprechen. Trutchen, ich will mich ja nicht einmischen in deine Angelegenheiten, aber so fange ich auch immer an, wenn ich mich gerade einmischen will. Aber hab keine Angst, hab genügend Abstand gewonnen.
Ich überlege mir alles noch mal ganz genau. Hoffentlich. So, willst du jetzt noch ein Glas Sekt? Danke. Nein, hab so viel Rotwein heute Nacht im Schlafwagen getrunken. Wieso im Schlafwagen? Bist du da mit dem Zug gekommen? Ja. War schon zu Hause, als ihr kamt. Ich habe alles gehört, was ihr gesagt habt, aber ich wollte euch die Freude nicht verderben. Bin ich die Treppe noch mal runtergegangen. Tutchen, hör mal, wir wollten wirklich nur... Ihr braucht euch doch bei mir nicht zu entschuldigen. Ich muss mich entschuldigen für die Mühe, die ich euch gemacht habe. Ja, das kann man wohl sagen. Wenn du wüsstest, wie viel Mühe es gekostet hat, bis weniger endlich eingefallen ist. Das mit diesen 80 Kleidern. Was heißt denn eingefallen mit den 80 Kleidern? War dieser Auftrag nicht echt? Ja, natürlich nicht. Ich habe die drei Ballen Stoff. Ich weiß nicht, die hat der so hergeschickt, pro forma, damit du abfährst. Wird er wahrscheinlich nächste Tage wieder abholen lassen. Großer Gott. Ja, das ist ja entsetzlich. Ich habe doch den ganzen Stoff zugeschnitten. In der Nacht vor meiner Abreise. Liegt doch alles in der Werkstatt, im Schrank. Oh Gott, jetzt muss ich das vielleicht alles noch ersetzen. Stanitzki, wie du aussiehst, meine ja? Süße. Nochmal 4 Wochen Urlaub und du kannst bei mir vorführen. Ach, nur sagen Sie bloß noch die Teenager-Kollektion. Komm, setz dich, ich habe noch zu tun. Danke, möchte mich auch gern bei Ihnen bedanken, ja? Wofür denn? Ja, dass Sie mir meine Mädels beschäftigt haben. Traurig genug, dass du es überhaupt erfahren hast. Und dann, ich muss nämlich leider etwas mit Ihnen besprechen. Du, ich vergesse, du hast noch diese 3 Ballen Stoff zu Hause. Ja, ich weiß, darüber will ich ja gerade mit Ihnen reden. Die habe ich eigentlich zu deiner Beruhigung geschickt. Ich weiß. Ich lass doch die Hoffmann nicht dein Modell zuschneiden. Aber jetzt brauchen wir sie dringend. Die Ballen? Nein, die Kleider. Stell dir vor, wir haben dein Modell verkauft, 175 Stück. Nein. Du musst sofort mit dem Zuschneiden anfangen. Also ich glaube, das wird sich machen lassen. Also unter uns ja weniger. Die sind schon so gut wie zugeschnitten. Das ist ja großartig. Mhm. Ich weiß, auf dich kann ich mich verlassen. Ja, bitte? Herr Weniger, Sie werden in der Werkstatt verlangt. Dankeschön. Ach, wolltest du mir nicht noch was sagen? Och, ich glaube, das hat sich inzwischen erledigt. Glück muss der Mensch haben. Hm? Alles Kleider von der Hoffmann. Na, da kann ich nur sagen, hab schon mal mehr gelacht.